Ja, wie sagt Starbucks, die darf offen haben, gell? Wobei die kleinen Gastwirten zumachen müssen. Finde ich überhaupt nicht okay. Ja, wobei unsere Traditionskaffeehäuser zumachen müssen und Starbucks darf offen haben, gell? Was muss ich dazu noch sagen, wo die Großkonzerne hinführen? Viel Spaß in der neuen Welt. Also ihr seht, McDonalds darf offen haben. Das ist nicht einmal McDrive, muss man auch noch sagen. Ich habe gar keine McDrive-Anschnittstelle. McDonalds darf offen haben. Die Eisdiele oben beim Europark, die hat zu. Die Kantine wiederum hat offen und die Gasthäuser müssen geschlossen haben. Ach ja, was soll ich dazu noch sagen? Angefangen hat es in der Salzburg Innenstadt. Da habe ich mich so geärgert, dass der Starbucks, die was den Sirenen frönen dürfen, ich meine, das ist gar mehr Jungfrau, das Logo bei Starbucks ist eine Sirene. Was eine Sirene ist, bitte googelt selber noch, aber sicher kein mehr Jungfrau. Also zumindest hat mich das geärgert, die haben gesehen, die einen Traditionscafés in der Innenstadt haben alle zugemacht, ich habe euch eins gesagt, sind aber alle anderen auch zu gewesen. Und dann dachte ich mir, ja, schauen wir doch mal zu den größten Tempel in Salzburg rein, wo man den Mammon frönen kann. Das ist der Europark. Und was haben wir da? Die Kantine, die darf offen haben, wo die Gasthäuser zumachen müssen. Der McDonalds darf offen haben. Da gibt es ja nicht einmal die Ausrede, dass die einen McDrive-Betrieb haben, weil das haben die da beim Europark gar nicht. Keinen McDrive-Betrieb. Also McDonalds darf offen haben, die Kantine, aber die Eisdiele oben, ja, wo man sie eigentlich so mitnehmen könnte. Ich bin so aufgeregt, weil, Entschuldigung, wenn ich auch mehr am Blödsinn rede, aber ich bin so aufgeregt, weil unsere ganzen kleinen Betriebe, die guten Cafés, die Gasthäuser, müssen jetzt weichen für diese Großkonzernsachen. Die Kantinen da drinnen, oder? Das muss jetzt ein Gasthaus ersetzen. Eine Kantine wird ein Gasthaus ersetzen. Das ist der Beweis, oder? Du kannst einen scheiß McDreck reinhauen, ja? Ach, ja, ein Kaffeehaus brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja Starbucks. Ja, wunderbar. Ja, das Café hat leider auch zu. Arg, gell? Aber Hauptsache Starbucks darf offen haben. Naja, ich glaube, müssen wir uns alle den Kaffee daheim machen. Somit verabschiede ich mich für heute. Für euch. Daheim bei den Monitoren, bei der Wohnhaft 2020. Man, ich weniger, ich lasse mir trotzdem draußen blicken. Aber wie ist mit euch eigentlich? Ich sehe nicht so viel vor euch. Möchte euch mal kennenlernen, Angesicht von Angesicht. Und jetzt hat man eigentlich gerade die beste Zeit dafür. Oder sonst ist das auch so wie mit dem da. Das ist auch so ein Beißel, das hat auch zu. Naja, hat alles zu. Dann gehen wir in Ruhe. Tschüss. Hallo liebe Freunde. Ich habe in einer unserer Gruppen heute ein tolles Netzfund gefunden. Und ich werde euch das jetzt gleich mal vorlesen. Doch zuvor möchte ich noch anmerken, dass ich anhand dessen, weil er eben in Eugendorf, das hat mich auch wieder mal sehr verwirrt, warum der aufsperren darf, wo so viele Leute sich versammeln können in einem Geschäft.
Aber weil es so gefährlicher Virus ist, die Online-Geschäften zu machen müssen. Da habe ich mich mal in der Stadt, in der Altstadt und in Europark und ein bisschen in der anderen Umgebung umgesehen, wie das Verhältnis ist. Welche Geschäfte dürfen wir jetzt in der Gastronomie offen haben und welche nicht? Doch zuvor möchte ich einfach, ja, weil einfach so viel verboten wird, tolle Bräuche, nicht nur Gastronomie muss zusperren, auch die Bräuche müssen weichen. Und wie der Martinsumzug, was für Kinder doch wunderschön ist und so Sachen. Und da habe ich eben einen Netzfund gefunden, da lese ich das jetzt mal kurz vor. Liebe Friedensbewegte in Salzburg und Umgebung, nachdem am Samstag anlässlich der Eröffnung von Lutz in Eugendorf der Stau bis Hallwang reichte, kann es noch nicht so gefährlich sein, dass wir unsere schönen religiösen Bräuche geringer einschätzen als ein Konsumerlebnis. Sollte also bis Mittwoch die 10-Quadratmeter-Regel für Einkaufszentren noch in Geltung sein, treffen sich alle Freundinnen und Freunde des Martini-Gehens ab 17 Uhr mit einer Laterne am Spielplatz hinter dem Rotkreuz-Parkplatz beim Müllnersteg in Salzburg. Da wir uns im Gegensatz zu den Einkaufszentren im Freien befinden können, gesunde auf eine Maske verzichten. Wer unter Husten leidet, wird sie aus Rücksicht auf die anderen gerne tragen. Für den Fall, dass eine so große Menge zusammenkommt, dass die Abstände nicht eingehalten werden können, wird die Mitnahme einer Maske empfohlen. Als Vorschlag gehen wir dann eine Runde über den Müllnersteg bis zum Mozartsteg und wieder zurück. Nachdem hier auch Radfahrende unterwegs sind, ist es ein gutes Zeichen von Achtsamkeit, für die ausreichend Platz zu lassen. Auch für die Menschen, die sich aufgrund der Dauerpandemie vor Massenansammlungen fürchten. Wir haben im Internet die Seite www.liederkiste.com gefunden. Wir fänden es also schön, wenn alle Sangesfreudigen mit uns den Andachtsjodler anstimmen würden. Bis Mittwoch. Ja, also das finde ich doch einen tollen Fund, was ich gemacht hat, die Idee. Also finde ich, meine ich damit ganz toll. Mal schauen, wer da dort sein wird. Ich werde hingehen. Ich schaue mir mal an, wer da ist. Und finde es einfach toll. Und somit mache ich jetzt einmal darüber Gedanken, über das die Video, was ich gemacht habe, und setze das mal in Bezug dessen. Okay, dann. Tschüss.